Kopfhörer ist es auch lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Der Spruch alleine schon von, war es von Zeus gewesen in den Chat? Wenn der wüsste. Alleine der Spruch, der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen gerade, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt wieder aus dieser Tür rausschreite. Und, ja. Und, ich wahrscheinlich hier so viel zusammenschreie, dass meine Nachbarn kommen. Ja. Ich nehme das Messer in der Hand. Wir haben... Wo speichern wir mal, ne? Ja, ich würde sagen, wir haben den Knopf gespeichert haben. So, jetzt geht die Musik wieder weg. Und jetzt kommt die Atmosphäre wieder. So, warte, wo ist das Mikro? Da ist das Mikro. So. Alter, das mit den... Boah, oh Gott. Ich habe schon wieder einen halben Herzklabaster jetzt fast gehabt. Ihr seht doch da, ich zeige mal mit der Messerspitze drauf. Da dieser Baumstumpf hier, dieses kleine Ding, ne? Oder hier. Wenn du so im Augenwinkel guckst, ne, da meinst du, da stehen welche am Baum und gucken so um die Ecke. Alter, das ist so... Boah. Das ist mit Sicherheit extra so gemacht. Auch da hinten, da meinst du, da stehen welche. Also fürchterlich. Ich wette damit, Margaret kommt gleich. Wird uns mal einen Besuch abstatten und wird sagen, hallo, ich bin da. Ja, dann brauchen wir wieder wahrscheinlich hier dieses Spinnending, damit wir dahinter durch die Tür kommen. Ich frage mich, ob Margaret genauso viel aushält. Na, na, geh doch wieder sterben. Hunde lassen grüßen, wollte ich nur sagen. So, wo kommen wir denn hier hin? Oh nein. Waren wir hier schon? Wir waren hier noch nicht, ne, oder? Fenster, was? Fester Brennstoff? Was kann ich denn damit machen? Ach da. Ach, Festbrennstoff. Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann allein nicht verwendet werden. Vielleicht kann er kombiniert werden mit diesem... mit diesen Dingen da. Warte mal, ich kann die Schrift nicht richtig lesen. Moment. So. Jetzt geht's wieder einigermaßen. Jetzt kann ich wieder alles lesen. Oh Gott, oh Gott. Wie gut das alles wirkt. Man mag das gar nicht glauben. Flintenmunition. Hey! Viele Schuss. Wow. Na, immerhin haben wir genug Pistolenmunition. Oh. Oh nein, da ist was drin. Oh. Oh, das ist so ekelig. Alter, das ist so ekelhaft. Hallo Freunde. Ja. Alter. Das ist der eine Raum, ne, oder? Oh, warte mal, ich probiere mal was. Aua. Nee, Alter, geh weg. Haben die mich gestochen? Alter! Ich geh da nicht mehr lang, Alter. Ne, geht weg. Ich glaube, wir brauchen irgendwie den Flammenwerfer, glaube ich. Hallo? Wo ist es denn? Alter! Oh, dieses Spiel! Furchtbar! Was ist das? Ist das das Scheißhaus, oder was da drüben? Ach, das war die Kurbel, die wir gesehen haben bei, die im Keller lag, bei mir im Video. Das Ding lag im Keller. Stimmt. Alter, musst du echt, um Scheißhaus zu kommen, musst du erst die Brücke hochfahren, Alter. Wie mies ist das denn? Überleg mal, es ist voll Druck. Muss ich erstmal anfangen zu kurbeln. Wenn das Klo ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich sag's jetzt einfach mal.
Warte mal, wo geht's denn da hin? Bevor ich jetzt weitergehe. Margaret hat so ein komisches Sumpfhaus hier, ne? Hey, Pim! Pim, 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 Pim. Und ein Dietrich, jawohl. Bürger Lars Dietrich. Ist auch am Start. So. Ich warte darauf, dass jeden Moment irgendwie aus dem Morast hier irgendjemand aufsteht und mir ins Gesicht springt. Hm, guck mal da. Entschuldigung. Musste sein. Oh, der ist ja hübsch, der Raum. Was ist denn hier? Eine Brenndüse. Ey, geil. Damit können wir ja wahrscheinlich jetzt den Flammenwerfer erstellen. Dann müssen wir nochmal zurück zu unserer Truhe. Oh. Oh. Kann ich das Seil nicht oder so mitnehmen irgendwie? Das Seil könnte man gut gebrauchen übrigens für das Wimmelbildspiel, um vom Balkon zu kommen, was wir angefangen haben. Ach, guck mal, ein Kraut. Warte mal. Haben wir noch Chemikalien? Nee. Ja gut. Da passiert doch jetzt was. Hundertprozentig. War das mit dem Wasser gerade auch schon so komisch? Margaret kommt gleich. Ich weiß es genau. 100 Pro. Schusshammer. Wir müssen so schnell wie möglich zu unserer Kiste mal kommen jetzt. Lass mich. So. Ab zur Kiste. Dann nochmal eben schnell speichern gleich. So, ist der Brenngriff, ja. Guck, wir haben noch einen Bürger Lars Dietrich. Guck, wir haben schon zwei. So, warte mal, kann ich kombinieren? Warte. Kombinieren? Nee. Das sieht gut aus. Okay, wir haben einen Flammenwerfer, eine Schrotflinte, eine Pistole, ein Messer und wir haben irgendwie hier Brennstoff. Was ist das hier, ne? Kraftstoff für Brenner. Ach so, dafür brauchen wir diesen festen Brennstoff. Ach so, und eine Chemikalie. Ah, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich würde mal sagen, wir lassen mal... Ja, ich lasse es mal drin. Ich speichere mal. Ich lasse es mal drin. Wir gucken mal, weil wenn wir Chemikalien finden, können wir ja nochmal einen Brennstoff herstellen, weil wir werden jetzt eh was verbraten. Weil wir wollen ja da durchkommen. Bei den Spinnen sind auf jeden Fall Chemikalien drin. Weiß ich wohl, habe ich gesehen. Und der eine am Anfang, der erste spinnt. Wo wir die Spinnen zum ersten Mal gesehen haben an den Kasten. Ich weiß gar nicht, ob da auch was drin war. Sehr mutig, dass ich hier einfach so lange renne. Alter. Oh, und dann sogar zweimal Chemikalien. Alter. Da können wir ja richtig mit prassen. Und, eine starke. So, warte mal. Da können wir doch jetzt... Schießpulver, starke, verbesserte Pistolenmunition. Munition mit zusätzlichen Schießpulver, wodurch die Durchschlagskraft erhöht ist. Munition wechseln. L2 und Dreieck drücken. Soll ich das machen oder soll ich... Flammengranaten. Munition für den Granatwerfer... Setzt beim Aufprall einen weiten Bereich in Flammen.
Also Brennstoff würde ich gerne machen. Komm hier. Mach mal den. Sagen. Ja, Alter, braucht aber auch unheimlich, ne? Ich frage mich, ob wir Margaret auch mit dem Flammenwerfer durchdrehen, also theorisieren können. Und ich sollte mir mal ein Medi nehmen, warte mal. Ein Medi-Package. Ach, wir haben nur die Schwere. Egal, ich riskiere es jetzt, komm. Scheiß mal drauf. War das nicht das Bild gesehen, hier mit dem Kamin? Wo gesagt worden ist, wenn du es findest, gehört es dir? Oh Gott. Scheiß mal drauf, komm. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ich frage mich, was für ein Raum das einfach ist. Weil wenn hier eine Tür ist, ne, du kommst hier so rein, so lalalala, ne, gehst du so die Treppen hoch und hier ist eine Wand. Ja, aber wofür ist denn dann der Raum? Ich verstehe es nicht. Einfach ein sinnloser Raum, Abstellraum mit Treppe. Eine antike Münze, yeah. Oh. Sonst ist ja wohl nichts. Oh nein, warum ist denn da so dunkel? Hallo? Oh Gott. Ethan? Ethan! Ethan! Geh weg. Geh weg. Steinstatue. Lass mich nicht allein. Geh weg. Du stinkst nach Maggie und bist besessen. Geht doch nicht mit der, bin ich bescheuert? Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Hilfe! Etwas? Der ist ja Töfte. Steh da nicht so rum, tu etwas. Tja, was soll ich sagen? Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt Gesellschaft bekommen. Ich würde aber gerne nochmal versuchen, nach vorne zum Spinn zu geraten. Zum ersten. Das Spiel hat geladen. Das ist nie gut. Wie kam hier so schnell hin? Oh, Alter. Es ist schon wieder so dunkel. Ich sehe fast gar nichts. Würde mich mal interessieren für die Leute, die auch in VR gespielt haben, das Spiel. Ist bei euch auch teilweise in der VR-Brille so dunkel? Also das Spiel? Dass wenn du in den Raum reinkommst, ist dann so ein bisschen so die Brille verdunkelt? Sehr, sehr merkwürdig. Naja, wir müssen ja jetzt die Dings einsetzen, ne? Dieses Lichtschattenspielchen da, ne? Ich höre sie.
Die ist da irgendwo. Die Lampe wieder mit mir, kann das sein? Genau da, wo wir hin müssen, da ist sie bestimmt wieder am Rumtouren. Nicht gesehen hat. Null. Was, sie ist oben? Geh doch dort. Ja. Genug von dir. Was? Okay, du mieses Stück Scheiße. Geh einfach weiter. Ich hoffe, die geht hier vorbei. Das wäre so ein Traum. Aber die wird uns bemerken. Hundertprozentig. Die hält bestimmt genauso viel aus wie Jack. Ernsthaft, jetzt geht die da wieder zurück, oder was? Ach komm, hör auf. Kommen wir beide nur hier one by one wieder. Was ist denn hier? Oh, Chemikalie. Hä? Nein! Wo kommen die denn her? Die waren doch früher nicht da. Geh weg, lass das. Das ist doch fürchterlich. Ach, komm an. Hä? Mann, ich sag... Waren die Sachen vorher schon da? Fräulein, kommst du an die Telefon? Ich muss irgendwie an der... Ich muss ihre Tür zumachen, das wäre geil. Ganz schnell durchrennen gleich. Margaret! Alter! Die ganze Zeit läuft sie noch anders lang, ey. Hört mich mal. Oh, geh weg! Sie müssen ja jetzt uns hinterherlaufen, ne? Ciao! Keine Zeit! Wo ist das Ding hier?
Wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. So, nein. Warte mal. Speichern wäre mal gleich ganz geil, ne, oder? Ich glaube, wir gehen erstmal speichern, ne? Würde ich sagen. Ja, ist glaube ich eine gute Alternative. Schau mal eben in die Truhe. Können wir das ablegen? Eine Münze, ja komm. Zweimal Kraut haben wir sogar noch. Brennstoff. Ach guck mal, wir können ja Dings herstellen. Ich bin so schlau. So, Dietrich. Okay, brauchen wir nicht. Wir haben da noch einen Dietrich. Wenn wir nochmal einen brauchen, haben wir nochmal einen Ersatz. So, ich gehe nochmal speichern. Speichern. So, dann gucken wir mal. Ja, Margaret, du mit deinen scheiß Wespen, Motten, Dingsbums, Gedöns, keine Ahnung, kannst für dich behalten. Ich hoffe, die läuft da jetzt nicht rum. Jetzt macht er die Lampe an! Was ist da oben? Mist! Scheiße! Ich hab mich ja schon einen Anfall kriegen. Kein Geld der Welt, da will ich lieber auf dem Balkon sterben, Alter. Ich bin drüben, du nicht. Oder kommt die jetzt wieder? Aber hier ist keine Kiste diesmal. Was habe ich aufgenommen? War das? Schon wieder Kraut? Oh Gott, bitte jetzt nicht gleich die Rollstuhl-Oma oder so. Oder ist die Rollstuhl-Oma echt ein finaler Bossgegner? Ach, guck mal hier. Hier ist auch eine Brücke. Ach, guck mal eine an. Die Oma ist bestimmt der Bossgegner, der Finale. Da möchte ich noch nicht rein. Mal gucken, was oben bei der Tür ist. Hallo. Ein Zettel. Und eine Schublade. Mit Chemikalien. Das heißt, ich werde mal eben nochmal Medipack machen quasi. Oder Mediflüssigkeit. So. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen. Zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner... Was hörst du nicht auf? Von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen? Und was planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig. Aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneid ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Was? Köstlich. Lecker Brust am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Also da wurde ja Mia gefangen genommen hier. Hier sind wir runtergesprungen. Und dann kam der ominöse... die Fluchtszene. Hier lang. Genau. Und dann da hinten war Ende. Und da hatte ich keine Waffen hier unten.
Komm, ich nehme mal so Pillen. Mal gucken, was die können. Ach, geil. Ach, guck mal. Ach, geil. Das ist geil. Kommt mal irgendwo ran? Nee, ne? Und dann hat sie da alles vorgeschoben. Und dann wollte ich hier irgendwie was machen. Und dann war Ende. Die Kamera ist da hingefallen. Und da hat sie mich dann weggeschliffen. Das war das Ende. Toll, wir haben eine Kurve. Ich weiß ganz genau. Nein. Habt ihr das gerade gehört? Da ist gerade irgendwas ins Wasser gesprungen. Ich meine, ich hätte da gerade irgendwas gehört, was ins Wasser gesprungen ist. Oh, bitte nicht. Oh, nein. Oh, nein. Ich meine, ich hätte da gerade irgendwas gehört. Kurbel mit. Ah, wollte schon gerade sagen. Alter. Das war zu einfach. Was ist das denn hier? Oh, Magnum-Munition. Das sehe ich gar nicht, weil das so arschdunkel ist, weil die Kerze mich so blendet. Warte mal, wo war das nochmal mit dem? Ach, ich weiß, wo das war. Oh Gott, das war... Oh nein. Das ist da, wo Margaret ist, ne? Uiuiuiui. Die läuft doch bestimmt hier lang, oder? Wie detailliert das ist. Guck mal. Cinch-Anschlüsse. VGA-Anschluss. Wahnsinn. Hätte es früher auch nicht gegeben. Läuft die wieder hier lang oder nicht? Zumindest höre ich ihre Fußtritte nicht. Oder die kommt drüben, nachdem wir die Kurbel eingesetzt haben. Was war das denn? Alter. Ernsthaft? Margaret! Ich hab was für dich! Etwas Heißes! Boah, ich geh nochmal speichern. Nee, hä, wo waren das nochmal? Das war nicht hier. Wo waren das nochmal? Da hinten. Ach, das war doch am Anfang. Ja, ich speichere aber trotzdem nochmal. Ah, im Speichern kannst du mir nichts. Fick dich. So. So, ich speichere trotzdem nochmal. Scheiße, wäre ich direkt mal da draußen gegangen. Im Eingangsbereich. Verdammt. Ich ganz ver... Ich kann mir sowas nie merken. Ich bin mein Kurzzeitgedächtnis. Das ist fürchterlich. So, die Kurbel haben wir noch. Die Magnum-Munition kann ich mal eben einlagern. Komm. Dann haben wir das. Brauchen wir eh noch nicht freigeschaltete Waffe. Wir haben noch Chemikalien. Haben wir noch Schießpulver? Nicht mehr. Haben wir alles für... Ah, ne, doch, da haben wir noch Schießpulver. Warte mal. Natürlich, super.
Alter, 28 Schuss, ich werd verrückt. Und Margaret läuft auch schon wieder hier rum. Margarete? Margarete! Was? Aha, verdammt. Was denn jetzt? Die kommt hier rein, 100 Pro. Da läuft sie gerade. Die läuft aber genau da lang, ne, wo wir gerade hin müssen. Mann, ey, ist doch nicht wahr. Ich kann doch eh hier lang. Warte mal, ich kann doch eh lang gehen, ne? Wieder lang. Wieder lang. Wieder lang. Wieder da lang. Ist doch vollkommen scheißegal, ob wir einfach hier lang gehen. Boah, alles so Ohrenkneifer, ey. Boah, wie ich die hasse, die Viecher. Ich hasse sie einfach. So, kann uns ja Latte sein, dass sie ja langläuft. Aber was das vorhin das Geräusch mit dem Wasser war, das weiß ich gar nicht. So, jetzt muss man kurz überlegen, das müsste hier lang sein, oder? Ist das hier lang? Mit der Brücke? Nee, warte mal. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Doch, hier lang ist das. Hier. Scheiße, kann ich mir die Chance verwenden? Wo ist er hier? Kugel ansetzen und Kugel. Was? Kugel? Kugel und daneben! Ist klar, das würde Margaret ja auch nicht hören, ne? Ist klar. Ich nehme mal lieber ein großes Pistole reicht. Oh, Medizin. Aha. Eine antike Münze. Wir haben hier Brennstoff. Stoff und Schnaps. Na, alte Züge will, komm ich vorbei. Was ist das denn hier? Krähenschlüssel. Ne. Oh Gott. Ich weiß ganz genau. Das heißt, wir können eigentlich jetzt in den Keller, ne? Da war doch auch eine Krähentür gewesen, oder? Schlüssel, ne? Hier oben war die Tür. Boah, ich bin ganz schön mutig. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ganz schön. Ah! Alter, mach doch nicht sowas! Alter, willst du mich verarschen? Du bist doch lebensmüde! Alter! Fick dich! Okay, du kleiner Schwanzlutscher! Was denn jetzt? Jetzt wird's richtig ernst! Komm allein!
hin! Alter, was? Alter! Wieso brennt sie? Alter, oh, ich muss nachladen. Oh. Scheiße, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Ja, ist doch gut, ja, ist doch gut. Oh, ich soll hier weg. Oh, ich soll hier weg. Oh, warte, ich will das gar nicht sehen. Ich will das gar nicht sehen. Alter, ernsthaft, ey. Und nicht nur gerade so, ja, boah, ich bin ja ganz schön mutig. Ich bin ganz schön mutig. Vor allem kommt die Alte da um die Ecke. Alter, fick dich. Alter, ist sie lebensmüde. Oh Gott. Ich werde sowas nie wieder sagen, dass ich so mutig bin. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh nein, ein Telefon. Ist das ein Speicherraum, wo die Musik kommt? Oh Gott, ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Was ist das? Was ist denn? Eine Nachricht oder ein Telefon? Betreffend des Serienserums. Die folgenden Objekte in der Lage. Serum sind... T-Serien, D-Serie, Gehirnnerven, D-Serie, Präferiennerven. Ich glaube, das ist es. Ja, dann nimm's mit. Ja, nimm's doch mit. Sag mal, dann nimm's doch mit. So kannst du mitnehmen, wenn das Serum ist. Oh Gott, ich kann mich gar nicht umdrehen. Ach, nicht so weit, ich bin... Noch nervlichen Frack, Zoe. So, ich kann gleich nicht mehr. Und? Hast du ein Serum gefunden? Ja. Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Das kann nicht stimmen. Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast, okay. Sollen wir Zoe wirklich vertrauen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Alter, das ist doch fürchterlich. Oh Gott. Gerade in die Hose geschissen, Alter. Oh, bitte, Freunde, nicht noch mehr davon. Was ist das hier? Die ist doch bestimmt eh noch nicht tot. Die ist doch bestimmt auch Bossgegner dann später. Eine Voodoo-Puppe, die wir ja kennen. Aus der Demo. Juhu. Ich freue mich sehr, dass wir die jetzt finden. Ist das nicht ihr Altar, wovon wir gelesen haben? Boah, wie mies das ist, die Dunkelheit da hinten. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Oberhausen, wollte ich gerade lesen, Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die ist... Was? Die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in die Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinterm ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes. Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt,
dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Das ist mein Vorhaben. Und die Blumen werden gegossen. Wahnsinn. Oh, Pistolenmunition. Jetzt haben wir... Alter. 43 haben wir jetzt. Lecko von ihm. Ich bleib trotzdem mal bei der Flinte. Da wackelt irgendwas. Vom Schatten her. Wieder diese scheiß Viecher. Oh, Freunde, ich werde nicht alt, wenn ich das spiele heute. Ich guck mich erstmal um, bevor ich mir das... Eine antike Münze. Okay, was haben wir hier? Wir brauchen hier ein Gegengewicht, so wie es aussieht, ne, oder? Hier, der vielleicht? Ne. Der Schlüssel? Ah, wir brauchen bestimmt die andere Lampe von Margaret. Damit wir hier weiterkommen. Oh nein, wo kriegen wir die denn her? Oh Gott, 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 oh Gott. Die wird doch wahrscheinlich nicht mehr da unten sein, ne? Kann ich speichern? Ich würde gerne speichern. Boah, es sieht so... Alter. Das mit dem Schatten, ne? Die ist doch bestimmt nicht mehr da unten am Liegen. Was war das? Ich will da nicht lang gehen. Freunde, ich will da nicht lang gehen. Ich würde gerne speichern. Oh, Alter, da unten lang. Ne. Für kein Geld der Welt. Ne. Ne. Für kein Geld der Welt. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein. Ich geh speichern. Ciao. Warte mal, wo waren denn jetzt mal speichern? Oh Gott. Warte mal. Ich guck mal eben auf die Karte. Wie gehe ich nochmal? Warte mal, speichern da. Ah, geradeaus. Dann da. Okay, alles klar. Ich geh schon mal hoch. Sie ist oben. Geh nicht dort hoch. Achso, hatten wir schon, ne? Genau. Oh, Freunde. Oh. Oh mein Gott.